Hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses Make-up für euch mit der Mavicon-Palette geschminkt habe und was ich von der Mavicon-Palette halte, dann bleibt auf jeden Fall bis nach dem Intro dran. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein kleines Review für euch und zwar, wie ihr bestimmt im letzten Video gesehen habt, hat mir mein Freund zu Weihnachten die Mavicon-Palette geschenkt von BH Cosmetics von Marvin Magnificent. Ich wollte auch mal so ein voll professional Review machen zu einer Palette und da dachte ich mir, das ist auch die perfekte Gelegenheit, weil sie ist eigentlich ziemlich frisch draußen. Jetzt im Januar gibt es die ja auch im DM zu kaufen und da würde ich sagen, geht's auch schon los. Ich habe mich schon ein bisschen damit ausprobiert, deswegen könnte es sein, dass sie ein bisschen dreckig ist. Wenn man sie öffnet, kommt einem erstmal ein super süßes Einhorn entgegen, so ein 3D-Einhorn einfach. Das ist schon ziemlich cool schon, ja, das kann man schon sagen. Und dann haben wir ja auch schon die Lidschatten. Oben habe ich das Gefühl, sind so alle glitzerigen Farben und unten alle matten Lidschatten, außer Flotter und Moana. Die wurden dann halt einfach vertauscht. Und in der Mitte sind die Highlighter als kleine Herzchen. Und ich habe gerade dahin gespuckt. Ich würde schon sagen, dass meine Lieblingsfarben, egal welcher Palette eigentlich, so gut wie immer sehr krasse Farben sind, weil ich jetzt nicht unbedingt diejenige bin, die auf natürliche Töne steht. Also Nude ist schon schön, aber irgendwann wird es auch mal langweilig. Und dann halt auch meistens die glitzerigen, weil Glitzer, ich meine, erklärt sich eigentlich von selbst, oder? Und meine Lieblingsfarben in dieser Palette sind K-By, Bahamas, Moana und Tangipop finde ich auch schon ziemlich cool. Die Highlighterfarben finde ich eigentlich am schönsten Sheesh. Ich glaube, der passt auch einfach am besten. Foundation, Augenbrauen, habe ich schon gemacht. Meine ganz normale Routine dafür findet ihr in der Infokarte. Und ich weiß schon wieder nicht, ob ich auf die richtige Stelle zeige. Kann auch sein, dass es da ist. Ich habe keine Ahnung. Rangezoomt. Zuerst nehme ich mir einen flauschigen Pinsel. Das ist die Nummer 5 von BH Cosmetics. Damit gehe ich jetzt einmal in Flutter und mache mir einen Transition-Ton. Jetzt nehme ich mir aus dem Set die Nummer 7 und gehe in Bahamas und setze sie unter den Transition-Ton, aber noch über die Lidfalte. Jetzt machen wir erstmal die Cut Crease und dafür benutze ich meinen Concealer. Ich habe den Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 01 Naturell und benutze aus meinem BH Cosmetics Pinselset die Nummer 8. Jetzt gehe ich in Tangipop und nehme mir die Nummer 6 aus dem Set. Das ist so ein ganz kleiner, schmaler Pinsel. Und ziehe unter der Cut Crease einen ganz dünnen Strich. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Concealer drüber. Einfach, um die Linie noch ein bisschen präziser zu machen und hinten auch ein bisschen dünner zu machen. Und jetzt nehme ich mir, keine Ahnung, der ist halt einfach so ein No-Name-Lidschattenpinsel und sprühe da etwas von meinem Setting Spray drauf, das Matte Finish von NYX. So, das ziehe ich jetzt aber nicht so weit raus, das lasse ich jetzt so. Ich muss das noch mit irgendeiner Farbe ausblenden. Ich liebe einfach dieses Rosé von K-By. Ich würde sogar sagen, das ist schon meine Lieblingsfarbe von der Palette. Und jetzt nehme ich mir wieder die Nummer 5 von meinem BH Cosmetics Pinselset und gehe in Flutter und probiere K-By nach außen hin so ein bisschen auszublenden. Okay, das funktioniert sehr gut. Und jetzt nehme ich mir noch meinen anderen abgeflachten Pinsel, gehe nochmal in Flutter und setze den jetzt direkt unter die Linie und blende die nach außen hinaus. Jetzt muss ich mal kurz zu einer anderen Palette greifen, und zwar zur Mrs. Bella Palette, weil ich gerade diesen Rand hier irgendwie wegkriegen muss und so eine Farbe wie Pure gibt es halt einfach nicht in der Mavicon Palette. Und jetzt brauchen wir noch irgendeine Farbe, die wir an unteren Wimpernkranz machen können. Ich versuche mal Spray Tan. Jetzt machen wir erstmal Highlighter. Und zwar nehme ich mir einen ganz kleinen Pinsel und gehe in Sheesh. Jetzt würde ich nur noch einen schön geschwungenen Eyeliner auftragen. Und dafür nehme ich wie immer meinen Catrice Eyematic Lip Liner in Waterproof. So, jetzt klebe ich mir meine neueste Anschaffung drauf und zwar
meine neuen Red Cherries Nummer LE11. So, jetzt trage ich erstmal Kleber auf, das kann eine Weile dauern. So, in der Zeit, wie das trocknet, tusche ich mir schon mal meine restlichen Wimpern mit der Glam & Dawn Mascara von Catrice. Und als Abschluss nehme ich jetzt noch ein NYX Buttercloss in der Farbe Apple Strudel. Das ist das fertige Make-up. Ich finde die Farben mega gut pigmentiert. Und man kann sie gut aufbauen. Heißt, man kann selber bestimmen, wie intensiv man die Farbe haben möchte. Was die Highlighter angeht und den Ton K-By. Die glitzern richtig schön, aber gerade die Highlighter sind einfach viel zu grobkörnig für mich. Wenn ich ganz leicht reingehe und dann Schicht für Schicht aufbaue, ja, dann funktioniert das. Aber sonst war ich bei anderen Highlightern immer gewohnt, ich gehe da rein und trockne Schicht auf und dann sitzt das. Aber das ist hier nicht möglich, weil dann krümelt euch der ganze Highlighter runter. Es sind da überall Glitzerpartikel in meinem ganzen Gesicht. Die anderen Glitzertöne sind feinkörniger, aber K-By ist auch genauso grobkörnig wie die Highlighter. Ansonsten finde ich die Palette super schön. Ist sie es wert zu kaufen? Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, euch hat das Video und dieser Look gefallen. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr BH Cosmetics auch gerne benutzt, ob ihr die Marvicon-Palette eventuell habt oder ob ihr überhaupt Marvin McNaughton folgt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao!